Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video auf meinem Kanal. Und Leute, heute gibt es erstmal noch ganz kurz was zu erzählen. Erstens, wir haben einfach die 7000 Abonnenten am Montag geknackt. Es ist unfassbar. Ich hätte das tatsächlich nicht gedacht, dass wir bei dem Video, wo ich das angekündigt habe, direkt dann die 7000 knacken. Und wir sind jetzt schon wieder bei, ich glaube, 7150. Also es ist absolut krank, was gerade abgeht. Und Leute, ich danke jeden einzelnen von euch für seinen oder beziehungsweise ihren Support. Ihr seid einfach die allerbesten. Es freut mich einfach riesig und ja, es ist einfach so krass und motiviert mich natürlich, noch mehr Gas zu geben. Und ja, also, wow, ich komme einfach nicht drauf klar, Leute. Es ist zu krass. Es ist einfach zu krass. Wie gesagt, Dankeschön geht raus an jeden von euch. Und ja, kommen wir mal zum Thema des heutigen Videos. Und zwar, wir werden heute mit Fusi ein bisschen auf World's Edge spielen in Season 11. Wir werden hier mal gucken, wie sich der hier in Season 11 denn so schlägt. Ich glaube nämlich, mein letztes Video mit Fuse, ja, war definitiv sogar noch in Season 10. Ist jetzt oben rechts verlinkt. Falls ihr es sehen wollt, da haben wir, glaube ich, die 3 Carbage auf Fuse geknackt und um 20 Schaden oder so die 4 Carbage verfehlt. War auf jeden Fall auch eine epische Runde. Aber wir kümmern uns heute trotzdem jetzt hier um Fusi. Und zwar, ja, auf World's Edge, weil Stormpoint gerade nicht verfügbar ist. Aber egal, Leute, wir starten rein und let's go. So, und wie immer lande ich natürlich an einem meiner Favorite Spots. Lava Siphon. Ich weiß nicht, ich mag den Spot eigentlich. Das ist so ein bisschen das kleinere Fragment, finde ich. Ist nicht ganz so viel Action, ist aber ziemlich geiler Loot. Und ich mag es auch hier zu kämpfen, ich weiß nicht. Fühle ich. Und ich fühle auf jeden Fall auch meine Fuse. Sky Emotes. Und es kommt kein Mensch mit. Ist das gerade euer Ernst? Ich lande an dem zweitbelebtesten Spot auf dieser Karte. Und es kommt keiner mit? Ja, okay, Leute. Ich erzähle absoluten Quatsch. Der Spot ist überhaupt nicht besucht. Da geht normalerweise nie jemand hin. Und ich bin einfach ein Opfer, was jetzt einfach sich dachte, hey, lass mal da hingehen. Ach, und by the way, kleines Off-Topic-Thema noch an der Stelle, weil wir jetzt gerade hier ein bisschen Zeit haben und keine Gegner da sind. Ja, ich habe natürlich eure Kommentare alle gelesen und ich weiß, ihr wollt Guides, ihr wollt Tipps und Tricks und so weiter. Das wird alles auch in den nächsten Tagen kommen, das ist definitiv garantiert. Aber heute und wahrscheinlich morgen wird nochmal Gameplay auf euch warten. Einfach nur aus dem Grund, weil ich habe gestern meinen PC, sage ich mal, ein bisschen umgebaut. Und ja, ich muss den natürlich jetzt erstmal wieder ganz entspannt einrichten. Ich bin hier gerade ganz professorisch, sage ich mal, am Video aufnehmen. Hoffe natürlich, dass es rechtzeitig online kommt. Und ja, dann geht es auf jeden Fall in wenigen Tagen richtig los mit den Guides und so, die ihr alle nachgefragt habt. Das kommt alles, Leute. Ich habe eure Kommentare gelesen. Ich werde das Ganze umsetzen. Ihr bekommt eure ganzen Tipps und Tricks-Videos, die ihr gefordert habt. Aber gebt mir noch ein paar Tage Zeit. Dankeschön. Das wäre sehr lieb von euch. Und ja, irgendwie ist hier wirklich kein Mensch gelandet. Dann würde ich einfach noch mal sagen, ich gehe zur dicken Maude hinter, zu Ramparts Schiff. Weil vielleicht können wir uns da ja irgendeine geile Waffe oder so gönnen. Wenn hier schon keine Gegner sind, dann gönne ich mir wenigstens eine Waffe. Oh! Da sind ja doch welche, okay. Na, gut zu wissen. Dann fighte ich euch natürlich vorher, bevor ich mir eine Waffe gönne. Der hat einen Bogen. Komm her! Also manchmal kann Fuse echt vorteilhaft sein. Mit seinen Knöchelclustern. Oha! Okay. Alter, hat mir der einen Beam verpasst. Komm, komm, komm. Trau dich. Trau dich um die Ecke, komm. Ich hab keine PK. Du bist übel low. Wo? Digga, jetzt mach doch nicht solche Faxen hier. Geht doch, Alter. Nice. Ja, das hat mir gefallen. Oh, Checkpot. Hier ist sogar eine goldene 301. Ja, die nehme ich ja natürlich sofort. Da will ich jetzt nicht den Geizhals spielen. Die gönne ich mir jetzt. So, Schnucki, dann komm mal her. Oh. Oh, es ist so schön. Diese Waffen von Rampart sind so schön. Einfach 32 Schuss, schnelleres Nachladen und einfach alles in Gold. Ist das nicht geil? So, wir sind solide ausgerüstet. Jetzt könnten wir eigentlich die nächsten Gegner vertragen.
Aber ich höre keine Schüsse, also scheint erstmal noch nichts in der Nähe zu sein. Wobei... Ich höre doch den Tresor, der wurde doch gerade aufgebrochen. Aha. Ist hier Loba wieder am Stehlen. Die klaut sich wieder die Sachen daraus, ohne, ja, die Schlüsselkarte für den Tresor zu haben. Ja. Da muss gleich Polizist Fusey um die Ecke kommen. Und das Ganze mit einer Strafe versehen. Und ich hatte recht. Okay, du musst dich definitiv heilen. Komm schon, Knuckle-Cluster. Ach komm, natürlich ist es eine Wraith. Klar, welcher Charakter auch sonst, ne? Aber ich habe eine andere Idee und ich habe auch die Idee, was ihr macht. Ich denke nämlich, ihr werdet nicht den Haupteingang verwenden, sondern ich denke, ihr werdet hier oben irgendwo rauskommen und einen der Nebeneingänge verwenden. Oder Ausgänge, je nachdem. Schauen wir mal, ob sich meine Theorie bestätigt. Und ja, das tut sie. Die sind gerade die Zipline hochgegangen. Also die müssten gleich hier rauskommen. Komm schon. Ich kann auch mit meiner Theorie jetzt nicht falsch liegen. Ich habe halt echt Angst, dass die jetzt gerade hinter mir kommen, weil, ey, das wäre... Nein, ich hatte recht. Oh, sie haben mich noch nicht gesehen. Ja, genau. Aim. Ach, guten Morgen. Also, das war... clean. Geil. Hat super funktioniert und ich hatte recht. Die sind tatsächlich von oben gekommen. Ich wusste es. Nice. Und es ist halt wieder so lustig, ne? Es leben noch 7 Squads. Und es ist gerade mal Zone 2, die noch nicht mal zugeht. Das ist so typisch, diese Map, World's Edge, ey. Oh Mann, alle landen natürlich in Fragment und dann ist keiner mehr da, gegen den du fighten kannst. Es ist so typisch. Finde ich echt ein bisschen schade. Da muss ich sagen, ist es auf Stormpoint echt besser. Weil auf Stormpoint hast du teilweise halt wirklich Runden, wo da noch in der dritten oder vierten Runde so 10 Squads am Leben sind oder noch mehr. Das ist einfach geil. Aber hier, ja, ist halt immer so eine Sache, ne? So, aber ich fühle mich jetzt schon hier ein bisschen forever alone. Nein! Okay, ich lasse euch mal fliegen. Ich will wissen, wo ihr hingeht. Okay. Hä? Ist es eine Valkyrie? Ich kann es nicht erkennen. Aber das war ja mal mega hobbylos. Oder haben die irgendeinen Plan? Hä, die machen das Gleiche nochmal? Okay, das muss ich nicht verstehen. Ich mische mich da jetzt einfach ein. Da kenne ich jetzt nichts. Oh, ich glaube, sie rechnen nicht mit mir. Nein. Und natürlich bist du Red Shield. Na klar. Dafür bist du jetzt erstmal down. Ach komm, die Loba war schon wieder One-Hit. Es ist so typisch. Alter, puh. Boah, diese Jump-Hits sind so laut mittlerweile, ne? Es ist richtig krank. Komm. Peek doch nochmal. Und sonst bin ich halt am Mate, ist auch kein Problem. Ah, da ist noch ein Team. Aha, alle hocken wieder auf einem Haufen, man kennt's. World's Edge halt, ne? Nein. Ich habe mein Knöchelcluster auf mich selbst geschmissen. Das war dumm. Das Problem ist, ich muss auf das Team hinter mir aufpassen. Ja, genau das Team. Und die Loba spielt Rampage. Ich bin weg. Ciao. Rampage habe ich Angst. Rampage habe ich einfach aus Prinzip Angst. Und da ist ein Care Package. Ja, okay, da kann ich nicht Nein sagen. Das hat natürlich Priorität, ist klar. So, was haben wir hier Schönes? Oh, nichts Geiles. Ein goldener Rucksack, den ich schon habe. Ja, toll. Hat mir voll viel gebracht. Okay, ich nehme alles zurück. Care Package hat keine Priorität mehr. Ich gehe wieder zurück in den Fight. So, ist jetzt hier noch Action oder seid ihr schon wieder alle von dannen gezogen? Okay, die sind alle noch da. Danke für den Loot. Du folgst mir auf jeden Fall mal nicht. Das kannst du vergessen. Du lässt mich schön in Ruhe. Okay, ich versuche mich ein bisschen an die Rand zu sneaken. Boah, Fuse, sei leise jetzt. Ich muss hier wichtige Sounds hören. Oh, da ist was. Okay.
Boah, ey, Mirage, ohne Spaß. Hör auf zu nerven. Oh. Wurde vom gegnerischen Team gefinisht. Alter, diese 301 ist so ein Beamer. Es ist unfassbar. Ich liebe diese goldene 301. Es ist so krank. Moment. Gib mir das Goldscope. Hier halt doch was. Hier ist doch eine Lifeline irgendwo. So, hier nimm meine Ult. Meine Q. Sie ist komplett überfordert. Komm her. Das überlebt ihr nicht. Das überlebt ihr nicht. Ah, okay. Übers Feuer drüber. Es ist ja schon ein anderes Team wieder. Aber die gehen an der Zone drauf. Die müssen an der Zone drauf gehen. Das überleben die doch niemals. Doch. Hä? Wo? Okay. Einer ist da. Oh mein Gott, Alter. Wo kamst du denn auf einmal her? Die Kiste hat ihn komplett verdeckt. Ich dachte, ich war kurz davor, mich wieder umzudrehen und zu gehen. Der hätte mich einfach in den Rücken schießen können. Uff. Das war äußerst knapp. So, letzter Squad. Aber wo könnte der sein? Die Zone ist nicht mehr allzu groß. Oh, da bewegt sich was. Ja. Okay, dann weiß ich, wo ihr seid. Alles klar. Bist du nur alleine? Nee, sind zu zweit. Okay, never mind. Ist noch in der Zone, verdammt. Okay, da muss ich jetzt einfach hoffen, dass mein Stein hier auch in der nächsten Zone ist. Dann kann ich den Highground nämlich behalten. Ah, okay. Der ist gar nicht mehr in der Zone und ich muss genauso weit rotieren wie die. Aber der ist in der Zone. Ja, let's go. Dann snacke ich mir halt den als Highground. Habe ich keinen Stress mit. Highground ist Highground. Und ich habe noch 1 Minute 15 Zeit. Die müssten rechts von mir sein. Und sollten im Moment noch keine Gefahr darstellen, weil die müssen ja erstmal den Hügel hochrennen, sage ich mal. Und währenddessen habe ich hier ganz gemütlich Zeit, hier hochzuklettern. Und mich hier zu positionieren und zu verschanzen. So, jetzt könnt ihr gerne kommen. Ich habe absolut geilen Highground. Oh, da kommt schon der erste Kollege. Boah, View, sei ruhig jetzt. Er weiß nicht, wo ich bin. Er sucht nach mir. Da bin ich. So, komm, du musst drauf gehen. Hat er da noch Goldschild? Das kann jetzt nicht wahr sein, Alter. Ja, und dich habe ich schon gesehen, du Mr. Pathfinder. Komm. Alter, ich darf das jetzt nicht verlieren, ey. Ich will das jetzt gewinnen. Komm schon. Yes, okay. Ah, der Bloodhound ist wiederbelebt. Der Bloodhound ist safe wiederbelebt. Ich wusste es. Digga. Alter, clean. Clean. Einfach nur clean. Das war nice. Das war richtig, richtig nice. Schön den Endfight auf Position gespielt. Und den Sieg mit nach Hause gefahren. Ja, Fuse, da kannst du wirklich Applaus einfordern. Wirklich an der Stelle. Sehr, sehr stark. Aber da sieht man es mal wieder. Wenn du mit Position spielst und wenn du die beste Position hast, dann gewinnst du fast jedes Duell. Es ist unfassbar, aber es ist tatsächlich so. Alright, Leute. Also ich hoffe einfach mal, dass euch diese Runde mit Fusey gefallen hat. Es war jetzt nicht die allerspektakulärste und spannendste Runde, aber ich würde sagen, doch, 10 Kills und 2500 Schaden kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das ist ja doch ein ganz ordentliches Sümmchen. Und ja, also
Fuse in Season 11 hat zwar nicht wirklich einen Buff oder einen Nerf bekommen in der Season, aber er spielt sich einfach immer noch clean. Er ist meiner Meinung nach immer noch eine A-Tier-Legende und ja, falls ihr Fuse noch nicht habt, ganz ehrlich, kauft ihn euch, weil ihr könnt damit einfach wirklich die Gegner absolut trollen. Ihr schmeißt einfach die ganze Zeit euren Knöchelcluster auf die und die drehen komplett am Rad. Es ist einfach ultra witzig, mega witzige Legende und ja, wenn es euch gefallen hat, dann wie immer positive Bewertung da lassen und wenn ihr weiterhin Bock auf solchen Content habt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ich würde mich extrem freuen und du verpasst kein Video mehr. Also Leute, macht's gut, bis morgen und ciao.